BioNTech in Marburg. Im September hat das Mainzer Pharmaunternehmen hier einen Produktionsstandort übernommen. Wohl aus gutem Grund. Der gemeinsam mit Pfizer entwickelte Covid-19-Impfstoff könnte hier produziert werden. Bis zu 60 Millionen Dosen pro Monat. Wie gut der Impfstoff ist, ist für Experten und Politiker noch nicht genau einzuschätzen. Bekannt gegeben wurden die neuen Daten nur mit einer Pressekonferenz. Also es gibt keine wissenschaftliche Studie, dass man die Daten wirklich überprüfen könnte. Allerdings 90% Effektivität ist sehr viel. Also das sind Zahlen, die ungefähr auch an Kinderimpfstoffe gegen Masern rankommen. Normalerweise ist man auch mit weniger Effektivität, also 60-70%, wäre man auch schon zufrieden. Es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht. Das war ja bis hierhin unsicher, ob es überhaupt einen Impfstoff geben kann, der tatsächlich wirkt, der tatsächlich Infektionsgeschehen reduziert, eine Infektion vermeiden hilft. Und danach sieht es Stand heute aus und das ist ermutigend. Noch diesen Monat soll der Impfstoff in den USA zugelassen werden, per Notfallzulassung. So jedenfalls der Plan von BioNTech. Dabei spielt wohl auch eine wichtige Rolle, dass der Stoff gut von den Probanden vertragen wurde. Und zwar nicht nur von den jungen Teilnehmern, wie uns der BioNTech-Gründer versichert. 40-50% der Probanden sind so rekrutiert worden, dass sie ältere Probanden sind, die über 65 Jahre alt sind. Entsprechend indizieren die Daten, dass der Impfstoff jetzt nicht nur bei den jüngeren Probanden wirkt, sondern auch bei älteren Menschen. Allerdings, erprobt wurde der Impfstoff nur 2 Monate. Die Experten warten jetzt auf Ergebnisse aus längeren Studien. Zudem ist noch offen, wie lange der Impfschutz überhaupt hält. Klar ist, die Börse begrüßt BioNTechs Nachricht. Der Aktienkurs schnellte rapide in die Höhe und wird mit einem deutlichen Plus abschließen. Von einem Impfstoff profitieren würden in Deutschland wohl zuerst die Risikogruppen und auch Ärzte und Pflegepersonal. So die Empfehlung einer Expertenkommission. Ein Corona-Impfstoff aus Mainz und Marburg, eine gute Nachricht.